Hi Ladies! Lilly hat mich gefragt, ob Babydoll-Kleider dieses Jahr noch in sind. Und ein klipp und klares Ja. Aber was ihr beachten müsst, um ein perfektes Outfit zu kreieren und Lillys Wünsche zu beachten, erfahrt ihr gleich. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf. Oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu und Sales, damit ihr nichts verpasst. Lilly liebt Babydoll-Kleider und am besten mit langen Armen. Und genau das sollte ich ihr als ein geniales Outfit zusammenstellen, jetzt für den Sommer, denn der Trend geht weiter. Und wie ihr seht, habe ich hier ein Babydoll-Kleid rausgesucht, was es wirklich in sich hat. Denn es hat erstmal sehr, sehr viele wunderschöne Ornamentverzierungen an den Enden und das hat eine Wirkung auf das Umfeld, was euch, wie soll ich beschreiben, sehr schick und elegant wirken lässt, aber gleichzeitig noch dieses verspielte Etwas reinbringt. Und man kann dazu sagen, es ist ein Allrounder. Ihr könnt dieses Kleid ja zu so vielen verschiedenen Anlässen anziehen, egal ob es zum Strand geht, zum Shoppen, also ein Allrounder. Aber damit ist noch nicht genug, denn wie ihr seht, hat dieses Kleid an den Armen und hinten am Rücken einen genialen Cutout-Style. Somit entsteht ein wunderschöner, freier Rücken und ein bisschen Arm von den Schultern blitzt auch raus. Hat den Vorteil, gerade im Sommer, wenn es warm ist, ihr schwitzt nicht so schnell und die Männer werden euch hinterher schauen. Und das habe ich auch gar nicht erwähnt, der Stoff besteht aus Chiffon und hat noch ein Unterkleid. Man sieht es fast gar nicht, also eigentlich überhaupt nicht, aber dadurch, dass noch dieses Unterkleid drunter ist und das Kleid aus Chiffon, bekommt das Kleid einen Tragekomfort, was ja herrlich ist und seinesgleichen sucht. Und das Kleid selber ist wirklich genial. Aber wir wollen ja ein Komplett-Outfit für die zusammenstellen, was das Ganze nochmal unterstreicht. Und sie hat extra gesagt, für den Sommer, also muss eine Sandale her. Und diese Sandale, die ich hier gefunden habe, ist auch wieder so ein Allrounder, den man zu so vielen verschiedenen Outfits anziehen kann, weil er ist erstmal schwarz und die Machart ist relativ schlicht gehalten, außer dass oben auf dieser schönen knöchelhohen Sandale von oben runter ein paar Fransen runtergehen, damit das Ganze nochmal ein bisschen verspielt ist. Und dadurch, dass viele kleine Riemchen dran sind, ist er auch noch super bequem. Also mit so einer Sandale könnt ihr nichts verkehrt machen. Und was passt nicht besser zu diesem Kleid, als wie eine Handtasche, die geschaffen ist wie für das Kleid. Denn die Handtasche hat eine sehr ähnliche Farbgebung, ist mit mehreren Farben schön verspielt und praktisch. Denn das Material, was hier verarbeitet worden ist, ist A, hochwertig, weil Graceland ist zwar günstig, aber hat auch sehr, sehr hohe Qualität, finde ich. Also für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis kann man da nichts verkehrt machen. Also die Tasche hält erstmal, was er verspricht. Und drinnen in der Tasche sind die Aufteilungen so super aufgeteilt, damit ihr nicht ewig eure Schlüssel oder den Lippenstift suchen müsst oder noch schlimmer den Autoschlüssel, weil irgendwie ist immer der weg, wenn man braucht, oder? Und ich denke, mit dieser wunderschönen Sandale, der Handtasche zu diesem Kleid, habt ihr ein Outfit, was super aussieht. Aber ein was fehlt mir hier noch, denn Schmuck tut alles nochmal richtig aufpumpen und quasi das Ganze, das i-Pünktchen aufsetzen und die Krone, wie ihr halt wollt. Aber gerade im Sommer, ganz einfach, nehmt einfach richtig geniale Ohrringe. Nicht so viel Bling Bling und irgendwas dran rum, weil wenn man schwitzt, pappt das auch an. Aber wenn ihr solche Ohrringe hier nehmt, die ein bisschen länger sind, auch ein bisschen fällt, dann reicht das. Aber sie müssen ausgefallen sein. Und wie ihr seht, habe ich hier ein paar Ohrringe rausgesucht, die in Silber daherkommen und aus Smarosti-Steinen verziert sind. Und das ist so wunderbar verspielt und spiegelt auch wieder das Kleid hier wieder, dass das komplette Outfit, wie ihr hier seht, herrlich aussieht. Und Lilly wird damit nicht nur begeistert sein, sondern sie wird mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen können, denn die Männer werden hinterher pfeifen, die Frauen werden neidisch fragen, wo hast du das her, was hat das gekostet und so weiter und so fort. Und ich bin begeistert, ihr merkt, I love it. Und wenn ihr
genauso ein Outfit lieben wollt, was genau auf euch zugeschnitten ist, dann schreibt mir unten in den Kommentaren so genau wie möglich, für was ihr dieses Kleid braucht, also was für eine Veranstaltung und wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch veröffentlichen und hoffentlich damit glücklich machen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und verpasst sozusagen kein Video, kein Outfit und die dazugehörigen Sales und Deals nicht. Ist das ein Deal?